Allen herzlich willkommen zurück zu Spiritfarer. Wir haben in der letzten Folge unsere gemeinsame erste Folge hiervon gestartet und sind nun auf den Weg zum Pier, glaube ich, war es, um unser Schiff ein bisschen zu verbessern. Okay. Althafen. Ah, wir haben hier unsere Karte. Was ist das? Die Immerpforte, was ist das? Alberts Werft, da müssen wir hin. Da sind wir jetzt, da müssen wir hin. Reise bestätigen. Stich in See, Kapitänin. Kommen wir jetzt wieder raus? Ach, durch die Tür. Stella. Wenn ich es richtig verstehe, treibt dein Immerlicht das Schiff an. So kreuzt es über den Ozean und spürt verlorene Seelen auf. Das würde auch erklären, warum ich selbst nicht bewirken konnte. Ziemlich faszinierend, das musst du schon zugeben. Hör zu, ich weiß schon, dass sich das alles etwas überwältigt bestimmt. Charon, die Immerpforte, die Seelenverleute, dieser Ort, dieses Schiff. Das hier bin... Naja, das ist eine Menge. Du fragst sicher, was hier vor sich geht. Um ehrlich zu sein, weiß ich das auch noch nicht genau. Aber ich bin für dich da. Ich werde mein Bestes geben, dir zu helfen und alles zu erklären. Wie schon gesagt, ich wollte selbst losfahren, aber ich konnte es nicht. Nachdem ich dich getroffen habe, weiß ich wohl auch warum. Ich lasse dir erst einmal etwas Raum, um das Schiff zu erkunden. Du kannst auch die Angel dort drüben ausprobieren. Die Welt liegt dir zu Füßen. Halte E gedrückt, um den Fisch an Land zu ziehen. Oh, das war ein alter Schuh. Mal schauen, was wir noch so angeln können. Ein Hering. Okay. Eins noch. Dann dürften wir auch mit dem Schiff an unserem Ziel sein. Ich glaube, wir sind auch schon da. Wir angeln noch den Fisch und dann legen wir los. Noch ein Hering. Da wären wir. Alberts Werft entdeckt. Geh jetzt zu Alberts Werft und verbessere dein Reißbrett. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich muss noch ein bisschen mit der Steuerung zurechtkommen. Anders wirst du das Chaos nicht los. Ich frage mich, woraus das alles besteht. Angesichts des Geruchs tippe ich zumindest 7 oder unterschiedliche Arten von Dreck und Staub. Stich in See, Kapitän. Okay, ich würde sagen, Albert ist ein Hai. Willkommen in meiner Werft, junge Reisende. Wo meine Preise die besten Freunde jedes Kunden sind. Ich bin Albert. Ich baue Schiffe, seit ich denken kann. Bist du die neue Seelenverfrau? Oh, aber natürlich. Du hast das Schiff schließlich zum Laufen gebracht und hergesteuert. Ben hat genug... Hat gut daran getan, dir mein bescheidenes Unternehmen zu empfehlen. Ha, dann wollen wir mal sehen, was du da hast. Nette kleine Koje. Sieht genauso aus wie die, die ich vor Ewigkeiten gebaut und in meiner alten Werft eingelagert habe. Charon war mit seiner düsteren, durchweichten Arsche, nämlich nicht zufrieden. Eigentlich war er ständig am Meckern. Aber der Kunde ist nun mal König.
Deshalb habe ich ihm eine neue, bessere gebaut. Sein altes Schiff wollte er natürlich nicht aufgeben. Wir sind nun mal Gewohnheitstiere. Aber keine Sorge, das Schiff kannst du behalten. Betrachten wir es einfach als Leihgabe. Und eins wollte ich dir noch sagen. Weißt du, dass wir immer darüber witzeln, dass hier ständig gebaut wird? Mach dir keine Sorgen, wir arbeiten noch dran. Wie dem auch sei, mit etwas Liebe wird dieser Kahn bald wieder neu funkeln. Zuerst benötigen wir ein ordentliches Reißbrett. Weil heute dein Glückstag ist und ich in Spendierlaune bin, gebe ich dir dein erstes Reißbrett. Kostenlos. Es ist wohlgemerkt etwas simpel in seinen Anwendungsmöglichkeiten, aber die weiteren Verbesserungen sind so günstig, dass du nicht lange auf sie verzichten möchtest. Weise mich einfach an, das Schiff zu verbessern. Alles klar. Verbessern. Reißbrett. Preis 0. Okay, jetzt haben wir das schon verbessert, ne? Als nächstes bräuchten wir Kalkstein und Ahornstamm. Preis 1200. Briefkasten. Du kannst Gebäude auf deinem Schiff bauen und bearbeiten. Das ist toll. Aber wenn du dein Schiff wirklich größer und komfortabler machen möchtest, kann ich dir helfen. Statte mir einen Besuch ab, wenn dir der Platz auf dem Schiff ausgeht. Bis dann. Müssen wir jetzt einfach wieder zurück? Ich denke mal. Süß. Stichin Seekapitänin. Drücke Tab, um dir deine aktiven Anfragen anzusehen. Tab. Rede mit Quinn. Albert hatte das Schiff gratis überlassen und er meint, es sei eine Leihgabe. Verdächtig. Schwer zu sagen, was er im Schilde führt, aber es klingt nicht sehr vertrauenserweckend. Aber kümmern wir uns jetzt erstmal um deine aktuellen Aufgaben. Dieses Deck zu säubern. Geh zu deinem neuen Reißbrett über deiner Kajüte und wähle die Option Bewegen. In diesem Modus kannst du Gebäude entfernen und ihre Ressourcen zurückerhalten. Nur zu, ich werde hier unten warten. Hier oben? Ne, hier unten das, ne? Hier. Das ist ja nur die Karte im Prinzip, die sich aufdeckt. Ach ja, was haben wir denn hier? Das Boot. Was haben wir hier so? Kann man nichts machen, ne? Ne, das ist immer nur im Prinzip das. Da kamen wir her. Alberts Werft. Hubala! Sieh dir das Reißbrett außerhalb deiner Kajüte an. Außerhalb. Dann war ich schon wieder zu voreilig. Ne, da angeln wir einfach nur. Ach, hier oben. Gefunden. Bearbeiten. Abbauen. Ah, da kriegen wir dann die ganzen Sachen. Okay. Perfekt. Ich glaube, das war's schon. Wunderbar. Du hast wundervolle Arbeit geleistet. Und du hast sogar genügend Ressourcen übrig, um ein Gästehaus auf deinem Schiff zu bauen. Eine notwendige Annehmlichkeit. Es bietet neu angekommenen Seelen wie mir einen vorübergehenden Ort zum Entspannen und Schlafen. Nun ja, so richtig schlafen vielleicht nicht. Ich kann dir sagen, dass niemand freiwillig mehr als eine Nacht dort verbringen möchte. Aber immerhin besser, als an Deck zu schlafen. Die Sterne sind ja hübsch anzusehen, aber das Holz ist hart und die Luftfeuchtigkeit ist störend. Den Rest überlasse ich dir. Viel Spaß.
Okay, was sollen wir jetzt machen? Baue das Gästehaus mit dem Reißbrett. Wir bauen. Feld, Getreidesamen, Garten. Kombos. Hier, Gästehaus, was haben wir hier noch? Steht nicht dabei. Dann bauen wir ein Gästehaus und ich baue es natürlich noch ganz rechts. Dieses Gästehaus ist sehr hübsch. Man erkennt deinen Einfluss. Schön gemacht, wie immer. Jetzt kann ich mich endlich irgendwo hinsetzen und die Aussicht genießen. Warte. Was ist das denn? Da geschieht noch etwas anderes. Damit hätte ich rechnen sollen. Ich bin tatsächlich hungrig. Sehr hungrig. Du weißt ja, was für eine miese Köchin ich bin. Aber ich weiß noch, dass du ein wahres Talent fürs Kochen hattest. Und vielleicht hast du schon ein paar Fische gefangen. Leider kann ich keinen rohen Fisch am Stück essen. Ich könnte es wohl versuchen, würde mich aber sicher an einer Gräte verschlucken und sterben. Du willst doch nicht, dass ich so abtrete, oder? So absurd das auch klingen mag. Du solltest also wieder ein Reißbrett bemühen. Dein Reißbrett bemühen und eine Kombüse errichten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich dort die Baupläne dafür gesehen habe. Sowie die benötigten Ressourcen. Mist. Du brauchst Leuchtgele, Gelee. Und das erhältst du nur auf eine ganz bestimmte Art. Ich. Na schön, das hätte ich dir gleich am Anfang sagen sollen. Es gibt da etwas, das mir große Angst macht. Eine düstere Präsenz, die selbst mich erschaudern lässt. Eine Leere, die alles verschlingt, selbst das Licht. Sie kann viele Gestalten annehmen und für mich manifestiert sie sich immer als Quallen. Ja, die Ironie ist mir durchaus bewusst. Das Leuchtgelee, das du für die Kombüse brauchst, kannst du nur von diesen Quallen erhalten. Es gibt also keine andere Möglichkeit. Ich muss mich meinen Ängsten stellen. Aber du bist an meiner Seite. Mit dir werde ich es schaffen. Sie erscheinen als dunkler Fleck, reine Angst auf deiner Karte. Du kannst sie also nicht verfehlen. Also los, ich werde mir etwas Zeit nehmen, um mich darauf vorzubereiten. Okay. Sie meint wahrscheinlich das hier, ne? Quallenphase. So, wir reisen. Und in der Zeit, wo wir reisen, gehen wir natürlich noch mal angeln. Wir haben einen alten Schuh gefangen. Wir haben noch einen Hering gefangen. Und noch ein Hering. Einmal angeln geht noch. Sehr gut. Da wären wir. Verdammt. Da kommen sie. Konzentriere dich auf die mit den Leuchtgelee. Sie sollten leicht zu erkennen sein. Versuche aber allgemein so viel wie möglich zu fangen. Dafür erhältst du Glimpst. Ups. Diese Steuerung. Ich werde drinnen auf dich warten. Dort draußen ist es zu anstrengend für mich. Okay, nur zu, ich glaube an dich.
Und wie fangen wir die? Ah, verstehe. Oh, stopp. Stopp! Hoch! Hoch! Oh no! Ah, hier kann ich auch noch hoch. Naja, ein paar haben wir. Wie viele müssen wir sammeln? Oh, da kommen jetzt ganz viele. Hundertneunzig Glimps haben wir bis jetzt. Fantastisch. Okay. Hubala. Ich bin wirklich beeindruckt. Du warst echt spitze. Du bist herumgerast, gehüpft wie eine Sternschnuppe. Völlig ohne Angst und ohne zu zögern. Du bist auf jeden Fall immer noch auf Zack, Stella. Und du hast sogar genug Leuchtgelee gesammelt, um eine ordentliche Kombüse zu bauen. Nur zu, ich werde geduldig warten, während ich mich selbst verdaue. Okay, aber wir bauen dann erst in der nächsten Folge. Lasst auf jeden Fall mal ein kleines Däumchen nach oben da für mich und auch einen Kommentar unter dem Video, wie ihr denn das Spiel findet. Es würde mich auf jeden Fall riesig freuen, falls ihr auch noch ein Abo da lassen könntet, falls ihr das noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall das nächste Mal. Macht's gut. Ciao.